Den Silky Gumball, den kennst du wahrscheinlich. Der ist 100.000-fach bei Bushcraftern und Outdoor-Survivalisten im Einsatz. Aber es gibt einen neuen Herausforderer, und zwar die Falco 604. Dieses Teil habe ich getestet und finde ich absolut großartig. Aber wenn der Vergleich fehlt, dann ist das alles Schall und Rauch. Und deswegen machen wir heute den ultimativen Vergleichstest. Gumball gegen Silky. Wer wird gewinnen? Und wenn dich das so interessiert wie mich, dann bleib dran. Hallo, willkommen, das ist der Rainer Rossmann. Schön, dass du dabei bist. Wir werden die zwei gegeneinander antreten lassen, und zwar einen Gumball gegen eine Silky. Mir ist natürlich klar, dass es kleine Unterschiede gibt. Dieser Silky ist gebogen und der Gumball ist gerade. Die Zahnung ist ziemlich gleich. Also von den Abständen und der Krümmung und allem schaut das gleich aus. Wäre ja unfair, wenn das eine Feinsäge und das eine Grobsäge wäre. Nein, die sind schon ziemlich gleich. Und auch die Länge, ja, da hat die Falco ein Ötzerl mehr. Aber so ist es halt. Der Gumball ist etwas schwerer und das Teil hier ist wirklich ein Federgewicht. Wo der Gumball einen kleinen Vorteil hat, ist, du kannst den auch in dieser Form hier bringen. Ich persönlich mag das eigentlich nicht, aber das ist ein Vorteil. Griffigkeit haben beide großartig. Für uns Bushcrafter und Outdoor-Verrückte, Lineartloch ist immer wichtig und haben beide. Ja, dann lass die Spiele beginnen. Dazu werde ich aber meine Heat Company Warmhandschuhe gegen meine neuen Mechanics Winterarbeits, was weiß ich was, Dinger austauschen. Und da werden wir, das heißt Cold Work Fast Fit. Und da werden wir gleich einen Test mit dazu machen. Wenn ihr interessiert, was dabei insgesamt rauskommt, nämlich über die nächste Zeit mit diesen Handschuhen, dann lass ein Abo hier. Aber jetzt lass uns endlich sägen. Fangen wir mit der Gumball an. Ja, ist gut gegangen. Wird die Falco mithalten können? Irgendwie habe ich das Gefühl, dass der Gumball besser war. Aber ich musste umgreifen, weil ich fast umgefallen wäre. Also, ich weiß nicht. Machen wir es nochmal. Gumball. Falco. Ich habe jetzt keine Stoppuhr gehabt, aber gefühlt war der Gumball ein bisschen einfacher, ein bisschen schneller bei diesem ausgetrockneten Fichtenstamm hier. Aber wenn ich jetzt entscheiden müsste, würde ich den Gumball nehmen. Der Vergleich hinkt natürlich auch ein wenig. Das Sägeblatt der Silky, des Gumballs, ist dünner, nicht so hoch. Und ja, aber da sieht man aber auch, dass die Unterschiede dann in der Leistung doch nicht so groß sind. Ja, aber es sind halt auch unterschiedliche Sägeblätter von der Form her. Lass uns was Frischeres sägen. Nicht so was Ausgetrocknetes, was noch halbwegs grün war. Oder ist, ja, so. So, der Gumball hat wieder den ersten Versuch. Na dann schauen wir. Okay. Das kann ja nicht wahr sein. Da war jetzt der Falco besser. Das gibt's ja nicht. Noch einmal. Okay, so Gumball, jetzt zeig, was du kannst. Ha 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 ha
das ist schwierig, aber da würde ich jetzt sagen, dass die Felco ein bisschen besser war, aber das ist immer nur so ein bisschen. Das nervt. Gut, machen wir was anderes, und zwar machen wir einen Feinschnitt. Ne? Manchmal muss man irgendwelche Verbindungen herstellen. Machen wir einen Feinschnitt. Nicht, wie schnell kann ich durchsägen, weil das ist ziemlich gleich. Wie fein kann man arbeiten im Bushcrafting? Gut, ich möchte ein V reinsägen. Und das ging ja super fix. Doch, das Ergebnis ist wirklich schön. Da gibt es gar nichts, das gefällt mir. Setzen wir gleich nebenbei die Felco ein. Hier jetzt das Ergebnis von der Felco ist vielleicht ein bisschen rauer, nicht ganz so schön, aber nur das ist ein bisschen, ein Erzau, wie man in Österreich sagt. Verdammt, die sind beide gut. Die sind einfach beide gut. Ich kann dir jetzt echt nicht sagen, welches der beiden besser sägt. Die sind einfach beide gut. Also kommt es dann im Endeffekt darauf an, auf das Einsatzgebiet, auf deine Vorlieben, auf Gewicht, ob das eine Rolle spielt, ob du eher was Gebogenes willst oder eher was Gerades, ob dir diese Funktion hier wichtig ist oder du einfach sagst, ja, Silke kenne ich, und Silke gibt es die Ersatzteile, diese Sägeblätter, sehr einfach zu kaufen. Billige Eigenwerbung, ich gebe dir natürlich den Link auf Amazon, wo du all die bekommen kannst. Bei der Felco weiß ich das nicht so genau, wie da die Ersatzsägeblätter ausschauen. Schwierig. Was die Geschwindigkeit vom Wechseln des Blattes angeht, also hier brauchst du einen Kreuz, wobei es geht auch mit einem Schlitzschraubenzieher, denn ein Teil dieses Philips ist etwas stärker ausgeführt, und das Wechseln hier, ja, das geht mit einem Schlitz, das geht sehr einfach. Also ich glaube auch, dass das Wechseln der Sägeblätter jetzt nicht den großen Unterschied macht. Ich glaube, das ist einfach Geschmackssache, was dir da besser gefällt und ja, taugt. Und ich schätze jetzt mal, dass auch das, wenn man nach oben sägt, wahrscheinlich vollkommen egal ist. Komm auch mit der Silke weit nach oben. Kannst du schön weit hinten packen und sägen, es geht gut. Und das wird mit der Felco genauso gehen. Das ist auch alles wurscht, aber ich habe hier ein bisschen Kienspanzchen, nur ganz bisschen wenig. Normalerweise mache ich solche Survival-Tipps ja nur am Rheine-Rossmann-Kanal, also schau auch dort mal vorbei. Aber wenn du hier schaust, in diesem Ast ist hier in diesem unteren Bereich ein bisschen ein Kienspann drin. Nur ein Stückerl, ein ganz ein kleines bisschen in dieser Fichte. Aber das ist jetzt gar nicht viel. Aber wenn es darauf ankommt und du an kein Harz kommst, ist auch das eine Möglichkeit. Aber es gibt Äste, da ist das noch deutlich, viel deutlicher. Also da ist fast der ganze Ast voll mit Harz. Das ist wirklich nur ein kleines Stückerl, ein bisschen halt. Sie sind auch beide kompakt genug, um sie zum Beispiel in eine Tasche zu stecken, ob das jetzt eine Jackentasche ist oder ein Rucksack, das geht sich alles wunderbar aus. Ich finde auch vom Volumen her, die Felco ist ein bisschen dicker, der Gombo ist ein bisschen schlanker. Ja, da ist jetzt nicht so viel um, dass das den großen Unterschied macht. Und die Farbe bei Felco gibt es eben das Ganze in Rot-Schwarz. Das ist so, das ist deren, ja, deren Corporate Identity. Also so schaut einfach das aus. So sind diese Farben. Gomboy, glaube ich, gibt es auch in Orange. Und das kann man jetzt sehen, wie man will. Der ist halt ein bisschen getarnter. Aber wenn du die Säge irgendwo ablegst und dann wieder suchst, ist es halt einfach standardmäßig hier einfacher, die zu finden. Dafür ist sie halt nicht getarnt. Und entscheid du, was dir da lieber ist. Oder Orange, Schwarz, Grün, wurscht, egal. Weil das macht die Säge per se nicht besser. Das sind so kleine Nuancen. Ja, Feuerstahlbedienung. Felco. Check. Silky. Check. War jetzt nicht viel Unterschied. Aber den XL-Feuerstahl gibt es natürlich auf Amazon. Da gebe ich da den Link und auch zu diesen Produkten. Und dann lass uns eine Bewertung machen. Ja, lass uns eine Bewertung machen. Der Gomboy ist ein bisschen teurer. Aber schaust dir auf Amazon an. Es gibt ja immer wieder Aktionen und Spezialpreise. Aber der war ein bisschen teurer. Dafür habe ich halt auch eine Hülle mit dabei und solche Kleinigkeiten. Ersatzteil, Sicherheit, dass man die Sägeblätter nachbekommt. Also all das, Silky, da kannst du dich hundertprozentig drauf verlassen. Die Felco war ein bisschen günstiger. Wie gesagt, ich gebe da unten den Link und check die aktuellen Preise auf Amazon. Sie ist leichter, ja, sie kommt so, da gibt es jetzt keine Hülle mit dazu, wobei, Hand aufs Herz, beim Bushcraften nehme ich die Hülle sowieso nicht mit. Aber ich will es der Vollständigkeit halber gesagt haben. Ich weiß halt nicht, wie es mit den Ersatzteilen aussieht, wenn dann dieses Sägeblatt durch ist, ob man dann so leicht
wieder eins bekommt, das weiß ich nicht, da habe ich noch keine Erfahrung damit. Aber schreib du mir, wenn du dazu mehr weißt. Beide Sägen sind Zugsägen. Man muss bei beiden ein bisschen aufpassen, wobei ich das Gefühl habe, dass der Gomboy etwas weniger ab kann. Ich habe das Gefühl, dass dieses Sägeblatt hier etwas flexibler ist und nicht so oft, eigentlich überhaupt nicht bei der Feldco, ich das Gefühl gehabt habe, ich säge jetzt dagegen und ich könnte das Sägeblatt umbiegen. Das war bei der Silky doch 2-3 Mal der Fall, bei der Feldco kein einziges Mal. Das heißt, ich glaube, dass die Silky vielleicht in der Leistung ein Stückerl die Nase vorn hat, ein Stückerl die Nase vorn, aber auch mehr Zuwendung braucht, mehr Liebe und mehr Aufmerksamkeit, sagen wir das so. Also welche sollst du jetzt nehmen? Ich weiß es nicht, sie sind beide gut und es ist ein großartiges, kompaktes Format, wenn die kleine oder auch die mittlere Pocket Boy oder was auch immer, auch für das Felco, die 100er, nicht mehr passt, aber die großen Teile, wie zum Beispiel der Big Boy oder der Katana Boy, einfach überdimensioniert sind, dann ist das hier eine gute Möglichkeit. Was du wählen sollst, ich weiß es nicht. Schreib mal einen Kommentar, was du davon hältst, welche du besser findest. Und Link gebe ich dann natürlich zu den Produkten. Und ich sage nur, diese Felco 604 und der Gomboy von Silky, die sind beide gleich gut. Ich weiß nicht, was ich mir da einfallen soll.